Warum? Was habt ihr gehört? Nun, mein Freund Ruffy kam gerade noch mit dem Leben davon. Jawohl, kleine Dämonen sprangen aus den Wänden und jagten ihn. Er wäre tot, wenn die Wächter nicht herbeigeeilt wären. Natürlich sind jetzt die Wächter tot. Der alte Ruffy läuft irgendwo hier herum. Fragt ihn, was er gesehen hat, und er wird es euch erzählen. Die Bergarbeiter erzählen von bösen Wesen in den unteren Ebenen. Mhm. Ja. Gut, das Zeug können wir liegen lassen. Verseuchtes Eisen. Dieses Eisen scheint mit einer Art giftiger Substanz beschichtet zu sein. Es ist zwar reine Spekulation, doch ihr überlegt, ob das die Verseuchung des ganzen Eisens in der Region verursacht. Amscher Soldat. Hi. Was hast du zu sagen? Geht zur Seite, Bürger! Ich werde euer Treiben mit meiner Garde beobachten. Die warten nur auf den Feind, den sie sehen können. Sie haben dieses verdammte Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ding da unten satt. Ja, Sackgasse. Also hier oben sollte, glaube ich, noch alles sicher sein. Bergarbeiter Corey. Ich glaube, ich huste Blut. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe gehört, in letzter Zeit habe es mit der Mine Probleme gegeben. Ich möchte versuchen, euch zu helfen. Ich weiß nicht, was ihr da machen könnt. Sicher hat es ein Problem gegeben. Das Eisen, das wir herausholen, zerbröckelt fast sofort, sobald es gegossen wird. Und was ist mit den Bergleuten? Sie verschwinden dauernd einer nach dem anderen. Im Moment fehlen mir vier. Allein in den letzten paar Wochen haben wir mindestens fünf begraben. Irgendetwas bringt die Bergarbeiter in der Mine von Nashkel um. Mhm. Ich glaube, ich huste Blut. Ein Besucher, welch herrlicher Tag. Wir kommen hier unten nicht viele, wie ihr euch vorstellen könnt. Geht ihr hinunter in die Mine? Wenn ja, könnt ihr Kai diesen Dolch zurückgeben. Er hat ihn verloren, als er neulich in die Mine ging, und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sicher, ich bringe ihm seinen Dolch zurück. Vielen Dank, ich bin sicher, er wird es zu schätzen wissen. So, wer hat Kais Dolch bekommen? Ja? Ja, Kais Dolch. Ich soll Kyle, einen Bergarbeiter aus den unteren Ebenen der Mine von Nashkel, einen Dolch zurückbringen. Ihr braucht nur zu fragen. Der hat dann hoffentlich auch was für uns, und auch wenn es nur Informationen sind. Oh, Kobold. Ihr habt geläutet? Du bist ja ein komischer Kauz. Erst zwei kritische Fehlschläge und dann auf einmal zerplatzt er einfach. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die erste Ebene war auch zum Glück nicht sonderlich groß. Ich glaube, fast hier war schon der Weg runter. Hier lang. Ja, hier ist der Weg runter. Und es gab doch schon Kobolde. So viele Kobolde auf dieser Ebene. Okay, immerhin. Mach kurz einen Prozess. Was wollt ihr? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, Bergarbeiter Bob. Der Baumeister? Lasst uns in Ruhe. Es gibt noch viel zu tun. Endlich ist jemand da, um uns zu retten. Wisst ihr etwas über das, was hier los ist? Sicher weiß ich, was los ist. Was wollt ihr wissen? Was ist mit den vermissten Bergleuten? Oh, die habe ich... Oh, die. Ich habe es ihnen gesagt, bevor sie gingen. Zumindest versucht. Natürlich muss da unten ein... Muss es da unten einen Drachen geben, der sie alle umbringt. Er muss böse sein, weil wir seinen Hügel aushöhlen. Armes Ding. Ein Drache in der Mine, das kann nicht sein. Lasst uns in Ruhe.
Es gibt noch viel zu tun. Habt ihr vom Wesen der Mine gehört? Nur vom Drachen. Ich habe ihn nie gesehen, aber was könnte sonst all die Bergleute umbringen? Vielleicht die kleinen Kobolde, die hier rumlaufen? Geht zur Seite, Bürger! Einige der jüngeren Wächter sind vielleicht nervös wegen der Vorkommnisse, aber ich bin schon eine Weile hier. Da unten sind Spuren von Kobolden, jede Menge sogar. Geht zur Seite, Bürger! Gestern war ich unten auf Patrouille, habe die Leiche von einem der Bergleute gesehen. Die war vor ein paar Wochen umgekommen sind. Das Einflüssende war, es hat mich auch gesehen. Okay. Bergarbeiter Marvin, hi. Ich glaube, ich huste Blut. Hallo, ihr da, was wollt ihr? Also, was glaubt ihr, was mit der Mine geschehen ist? Das wisst ihr nicht, in der Mine spukt es. Die Geister all derer, die in der Mine umgekommen sind, wollen uns alle töten. Sie sagten, sie würden mich verschonen. Sie mochten mich, jawohl. Das konnte ich ihnen... ich an ihren glänzenden kleinen Augen ablesen. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich habe ich etwas gesehen. Ich habe mich schön lange mit dem kleinen Kerl unterhalten. Ich hätte ihn auch gebeten, mit dem Spuk aufzuhören, wenn der Aufseher mich nicht getreten hätte. Er meinte, ich würde bei der Arbeit schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? So, jetzt bleibt nur noch hier und dann geradeaus runter. Da ist Bergarbeiter Dilak. So dunkel. Was? Oh, hier sind noch welche, die uns retten wollen. Macht schon, versucht die Mine von allem Bösen zu befreien und lasst euch töten wie die letzten paar. Letzten paar was? Abenteuer, was sonst? Ihr glaubt wohl, ihr seid der Erste, der uns alle zu retten versucht. Wohl kaum. Und ich wette, ihr werdet auch nicht der Letzte sein. Andere Abenteurer haben anscheinend versucht, die Mine vom Spuk zu befreien, mit wenig Erfolg. Ein wertloser Dolch. Okay, da sind wir auf der ersten Ebene fertig. Können runter auf die zweite. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Ja? Meine Rüstungsklasse ist halt nicht ideal. Ich trage halt 8er Abwehr am Schienen. 6er wären besser. Dann wäre ich nochmal 2 Level tiefer. Aber was mir gerade so einfällt... Ja, das ist ein... Prinzenring. Okay. Ist kein normaler Schutzring, plus 1 mehr. Verbessert doch Rettungswürfe. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Ah! Help! Sie kommen, diese kreischenden Dämonen sind überall. Helft, Hilfe, rettet mich. Seid kein Narr, ich habe noch nie von kreischenden Dämonen gehört. Bittet euch nicht, wir werden verhindern, dass euch etwas zustößt. Dämonen? Beruhigt euch, es wird alles gut. Seid kein Narr. Aber ich... Da sind sie, da sind sie. Meine Lasst sie uns ordentlich verscheißen des lieben Geldes. Ich bin in der Mine auf Kobelböbel gestoßen und auf den Tiefmann der Ebene scheint es noch mehr von ihnen zu geben. Ich sollte ihren Anführer ausfindig machen. So. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Gut. Ja, wie ihr wünscht. Geld, Geld. Ja. Noch mehr Pfeile. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Hier sind Bergarbeiter in die Enge getrieben. Ich habe nichts dagegen zu graben, wenn es Sinn macht, aber alles, was wir unten hochbringen, ist eh verseucht.
Ich habe ein paar Spuren gefunden und ein Glasfläschchen. Unfall ist es also nicht. Ich wünsche, jemand würde den, der dahinter steht, einfach aufspießen. Emmaron sagt, wir haben da unten Probleme mit Mistkötern, aber ich habe niemals keinen Hund gesehen mit einem Schwert. Ich schwöre es, aber mich lassen sie nicht reden. Anscheinend gibt es Hunde mit Schwertern auf den unteren Ebenen. Mir ist, als hätte ich das schon einmal gehört. Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Ja, Vikonia hat ja die Heimat verlassen, weil sie nicht mehr an die Spinnengöttin glaubt. Beziehungsweise sie nicht mehr verehrt. Amnischer Soldat hier. Geht zur Seite, Bürger! Ich werde treiben, ja, das kennen wir schon. Nichts Besonderes hier drin. Und hier geht's auch nicht weiter lang. Okay. Wie sehen eigentlich die Level so von meinen Leuten aus? 4 bin ich. 3. Auch 3, was Gutes. 4. 4 und 3. Okay. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, tote Bergarbeiter. Oder vielleicht frostigen Tod! Ja, ich werde mich im Handumdrehen. Wie kann ich helfen? Oh. Schutz vor dem Bösen. Aber das sollte sie lernen. Okay. Worum geht es, die ihr braucht? Hat leider nicht geklappt. Das wird kein schneller Tod. Also schnell plündern ist schon was Feines. Hier ist nur jede Menge verdorbenes Eisen drin. Ich gehe mal erst den Gang entlang, bevor ich die Hauptgänge entlang gehe. Deine Schakobolde. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Geld. Mich kümmert's nicht. Pfeile. Aha. Als Kette. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So, was hat der Waffenständer Schönes? Nichts Besonderes. Wird kein schneller Tod. Ja, wie ihr wünscht. Sprecht und noch verschwindet. Schutz vor negativer Energie, ha. Oh ja, die Fläschchen mit der geheimnisvollen Flüssigkeit. Was ist es diesmal? Du bist ja ein komischer Kauz. Wie ihr wünscht. Vielleicht kann man ja mit denen was anfangen. Das wäre praktisch. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Aber ich glaube, dafür brauche ich dann auch Erz. Okay, hier geht es ja weiter runter. Aber ich würde sagen, gehen wir hier oben noch ein Stück lang. Ja, ich würde sagen, an der Abzweigung hier
hier ist auch nochmal ein amnischer Soldat. Jetzt lustig, hier sind überall Wachposten, aber die Kobolde laufen trotzdem amok. Also ja, wir können nur hier weiter. Würde ich mal sagen, wir speichern hier mal wieder richtig. Das wäre jetzt Let's Play 007. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.